Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 259. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns Kraft und Stärke geben möchtest für jeden neuen Tag. Ganz egal, wie alt wir sind, ganz egal, wie viel wir schon erlebt haben in diesem Leben. Herr, danke, dass wir auch die schwierigen Aufgaben, die heute vor uns liegen, in Deiner Kraft und durch deinen Geist angehen dürfen, sprich du jetzt durch dein Wort zu uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Josua Kapitel 15 und es geht um das Erbteil des Stammes Juda und die Grenzziehung für den Stamm Juda. Wir lesen ab Vers 4. Dann geht sie die Grenze hinüber nach Asmon und hinaus an den Bach Ägyptens, sodass das Meer das Ende der Grenze bildet. Das sei eure südliche Grenze. Der Bach Ägypten, das Meer, das Mittelmeer sind schon in früheren Büchern, in den Büchern Mose, immer wieder auch als Grenze des Landes Kanans angegeben worden für das Volk Israel. Und die östliche Grenze ist das Salzmeer bis zur Mündung des Jordan. Die Grenze an der Nordseite beginnt bei der Zunge des Meeres an der Mündung des Jordan und geht hinauf nach Beth-Hogla. Und zieht sich hinüber gegen Norden nach Bet Arawa und die Grenze steigt hinauf zum Stein Bohans des Sohnes Rubens. Und die Grenze steigt hinauf von dem Tal Achor, dort wo Achan und seine Familie gestorben sind, nach Debir und wendet sich nördlich nach Gilgal gegenüber Maale al, Ma Adumim, das südlich an dem Bach liegt. Danach geht die Grenze zu dem Wasser end und erstreckt sich nach... In Rogel. Und die Grenze geht danach hinauf zum Tal des Sohnes Hinnoms. Dieses Tal ist ja in späteren Jahrhunderten berühmt, berüchtigt geworden durch die vielen götzendienerischen Kinderopfer, die dort leider stattgefunden haben. Zum Bergrücken der Jebusiter gegen Jüden. Äh, gegen Süden, das ist Jerusalem und sie geht hinauf zur Spitze des Berges, der westlich vor dem Tal hinumliegt liegt und nördlich an das Ende des Tales der Rephaiter der Schlüssel werden noch sehen auch in den nächsten Tagen, dass Jerusalem direkt an der Grenze des Territoriums von Juda gelegen hat. Danach wendet sich die Grenze von der Spitze desselben Berges hin zu der Quelle des Wassers Neftoach und gelangt zu den Städten des Berglandes Ephron und wendet sich nach Baala, das ist Kirjat-Jearim. Und die Grenze wendet sich herum von Baala gegen Westen zum Bergland Seir und geht hinüber nach dem nördlichen Bergrücken Jearim, das ist Kesalon, und kommt herab nach Beth-Shemesh und geht nach Timna. So dann läuft die Grenze weiter nördlich. Bis zum Bergrücken von Ekron und neigt sich nach Sikron und geht über den Berg Baala und gelangt nach Jabneel, sodass das Meer das Ende dieser Grenze bildet. Und die Westgrenze ist das große Meer und seine Küste, also das Mittelmeer. Das ist die Grenze der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern. Und Kaleb, dem Sohn des Jephunne, gab er einen Teil unter den Söhnen Judas nach dem Befehl des Herrn an Josua, nämlich die Stadt Arbas des Vaters Enaks, das ist Hebron. Und Caleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Achiman und Talmai, die Enaks-Kinder. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Caleb in dem Bewusstsein, dass Gott auch 45 Jahre später noch immer genauso mit ihm ist und genauso ihm Kraft geben möchte, Genau dieses Bergland sich erbeten hat, genau diese, diese Gegend mit den Riesen, weil er der Meinung war, dass Gott ihn auch in seinem fortgeschrittenen Alter von 85 noch zum Sieger machen kann in dieser Auseinandersetzung. Und Jose hat ihm diese Bitte erfüllt und Gott ist mit ihm gewesen und er hat den Sieg errungen, hat die Riesen hier besiegt und die Stadt eingenommen. Und er zog von dort hinauf zu den Einwohnern von Debir. Debir aber hieß zuvor Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Dieser Othniel wird noch eine bedeutende Rolle in der Geschichte Israels spielen. Wenn ihr schon etwas euch damit beschäftigen wollt, könnt ihr in einem der ersten Kapitel des Richterbuches seine Geschichte finden. Und es geschah, als sie einzog, da spornte sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten. Und sie sprang vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir einen Segen. Denn du hast mir ein Südland gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Wasserquellen und die unteren Wasserquellen. Ein schönes Beispiel dafür, wie eine Frau in der Bibel sieht, was notwendig ist, was gebraucht wird, dass das, was sie bisher hier von ihrem Vater... Sozusagen als Mitgift erhalten hat, noch nicht wirklich ausreichend ist und dass damit wirtschaftlich dort gelebt werden kann, noch Wasserquellen notwendig sind. Und sie stärkt, sie bestärkt und ermutigt ihren Ehemann, um das zu bitten, was notwendig ist. Und so sollten wir auch in unserem Alltag unseren Ehepartner ermutigen, sich für das einzusetzen, was notwendig ist. Das ist das Erbteil der Stammes der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern und die äußersten Städte des Stammes der Söhne Judas. Gegen die Grenze der Edomiter im Süden waren diese Kapzeel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Sif, Telem, Bealot, Hazor Hadatta, kiryot Hesron, welches Hazor ist, Amam, Sema, Molada, Hasagada, Hesmon, Bet Pelet, Hazaschual, Beersheba, Bisyot Iar, Ba'ala, Iyim, Esem, El Tolat, Kesil und Horma. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir sehen können an der Geschichte von Kaleb, dass du deine Verheißung wahr machst und dass, wenn wir im Glauben vorangehen, du uns auch den Sieg schenkst. Und dafür danken wir dir. Das möchten wir auch heute für uns in Anspruch nehmen und danken dir, dass du mit deiner Kraft uns an diesem Tag begleiten möchtest. Im Namen Jesu. Amen.